Willkommen, liebe Oldtimer-Freunde. Ja, nachdem im sechsten Teil es ja eigentlich nur grausige Rostfunde gab, hat sich das auch im siebten oder wird es sich auch im siebten Teil nicht ändern. Allerdings wollen wir diesmal schauen, wie wir auch Teile wieder aufbauen. Denn irgendwas muss ja die Stimmung ein bisschen aufhellen. Und diesmal probieren wir es dann ganz einfach mit einem Bodenblech, was natürlich als erstes wieder mal entfernt werden muss. So, und wie immer muss erstmal das alte Bodenblech rausgetrennt werden, beziehungsweise da wir es auf beiden Seiten machen, natürlich auch beide Bodenbleche. Und wie man an den Löchern erkennt, müssen auch da natürlich die Schweißpunkte rausgetrennt werden. Soweit bleibt der Vorgang identisch zu den anderen Videos. So, und hier haben wir das Ergebnis. Die Schweißpunkte aufgetrennt, Querträger ist zu sehen und das Bodenblech ist bereits draußen. So, da liegt es. Jedenfalls eine Seite und auch das Ergebnis ist mittlerweile ja bekannt. Einen leichten, ganz leichten Rostfraß, wobei es hier noch geht. Also da lässt sich was machen oder wird auch was gemacht, wie wir erkennen können, und das ist natürlich sehr schön, weil wir damit schon mal nicht gezwungen sind, das Blech komplett neu zu dengeln. Im Vergleich zu den anderen Blechen war es ja sogar eher harmlos, und jetzt nach dem teilweisen Wiederaufbau sieht es schon echt gut aus, und hier fängt jetzt die Kunst natürlich an. Die eingesetzten Bleche sind nun mal, nennen wir es mal vorsichtig, recht komplex, und man muss wirklich einzelne Falze und Falten wieder neu aufbauen. Genau das wird hier gemacht, und wer jemals hier von euch versucht hat, Blech in irgendeiner Form kalt zu verformen, weiß, was das für eine Arbeit ist. Und was wir sehen, ist natürlich auch zeitlich wieder extrem verkürzt und zeigt nur einen ganz kleinen Anteil von der Arbeit, die in so einem Blech steckt. Man ja vielleicht gar nicht vermutet, weil normalerweise wird das natürlich in einem Presswerk oder in einer Pressmaschine entsprechend kalt verformt oder warm verformt, je nachdem, und nicht mehr von Hand erstellt, so wie wir es hier machen. Ja, und jetzt können wir eigentlich singen Let's Do the Time Warp, denn diese Beschleunigung ist schon Wahnsinn und gibt es leider im realen Leben nicht und hilft uns aber jetzt in diesem Moment einfach mal so ein bisschen die wichtigen Arbeitsschritte zu zeigen, ohne jetzt damit zu langweilen, und dementsprechend gehen wir direkt über zum nächsten Schritt. Ja, und hier sind wir jetzt eigentlich, was unseren diesmaligen Bauabschnitt angeht, am Ende. Ja, jetzt wird hier noch Pumpgeschweiß und gekühlt, damit sich das dünne Blech oder das Stückchen Blech nicht komplett verzieht. Auch das ist natürlich immer ein Problem, wenn man schweißt, ne, dass sich die Bauteile verziehen. Aber gut, dementsprechend lasse ich das lieber die Experten machen, die haben deutlich mehr Ahnung davon. Bei mir sähe das ganz anders aus. Seid sicher, garantiert nicht besser, und ihr macht es halt jemand, der es vernünftig kann, und nachher sieht das Blech dann so aus, als wenn es direkt aus dem Berg gekommen ist, und das hilft uns ungemein. Ja, wir müssen jetzt sehen, wie wir Stück für Stück uns genau diese Bleche dann erzeugen, die guten und die neuen, und ja, die alten rostigen dann endlich loswerden. Aber es ist noch nicht fertig und wir haben noch einiges zu tun, und dementsprechend bin ich immer wieder gespannt, was die Jungs mir gerade an Infomaterial liefern, was es Neues gibt, und ja, ich bin überrascht, mit welcher Stringenz man halt so durcharbeiten kann oder auch muss, und dementsprechend hoffe ich mal, ja, dass auch im nächsten Monat wieder coole Videos kommen.